habe ihn immer in meinem Herzen tragen. Euer Nico. Was natürlich auch sehr, sehr positiv in dem Jahr ist die Entwicklung in der U17 mit NLZ-Cheftrainer Marc Unterberger, der ja 2010 den Weg mit mir in Haching begonnen hat. Das war einer meiner damals neuesten Nachwuchskoordinator als einer meiner ersten Trainerverpflichtungen. Hat damals die U10 und U11 gemacht. Hat einen sehr langen Weg hinter sich und hat sich brutal entwickelt, das muss man ganz klar sagen. Das ist ein ganz großer Verdienst, auch die unsere Nachwuchsarbeit oder die Erfolge von Marc Unterberger. Und jetzt auch die U17, wenn man sich vorstellt, dass unser U17 in der Bundesliga momentan auf dem zweiten Tabellenplatz steht und nur 2 Punkte hinter Stuttgart da oben in dem Konzert mitspielt, noch 13 Spielen, da kommen wir noch einen Hut und ist gespickt mit sehr vielen Top-Talenten, die auch schon teilweise bei der ersten mittrainiert haben. Ich glaube, ich habe es einmal in einem Interview gesagt, wer sät, wird ernten. Und bei der U17 sieht man eben, dass wenn man nachhaltige Jugendarbeit betreibt, dann kann auch nicht nur Einzelspieler, sondern in der Mannschaft einmal Erfolg rauskommen. Und die Mannschaft ist im Schnitt fast 5 Jahre beieinander. Manche haben bei uns im Kids Club angefangen, also als ganz Kleine. Also da sieht man mal, dass wir auch hier in der Region Top-Talente haben und die das auch Sinn macht, dass man die kontinuierlich ausbildet. Und wie gesagt, sehr, sehr positive Entwicklung. Der U17-Jahrgang im Übrigen eigentlich mit der wichtigste Jahrgang, weil die 16-Jährigen, da sieht man genau, ob es ganz nach oben gehen kann oder nicht, weil die Jungs sind ja immer früher dann schon Top-Ligen unterwegs. Das war früher ein bisschen anders, aber jetzt muss er mit 16, 17, 18 schon sehr, sehr weit sein, um dann auch für höhere Aufgaben bereit zu sein. Und deswegen ist das eine ganz tolle Geschichte, wie die U17 da auftritt, aber nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich eine Top-Mannschaft. Und da kann der ganze Verein sehr, sehr stolz drauf sein. Ich glaube, vor der Zukunft braucht man es nicht bange sein. Und wenn ich nochmal auf die Talente in der U17-Bundesliga-Mannschaft gehe, dann allen voran der Maurice Grattenmacher, der als Mittelfeldspieler in 13 Spielen 18 Tore gemacht hat. Natürlich auch U17-Nationalspieler mittlerweile ist, jetzt hier gerne nach Portugal mitgeht, zum Trainingslager mit der U17-Nationalmannschaft, die auch dann die EM-Qualifikation spielt im Frühjahr. Und wie gesagt, da kann man sehr stolz drauf sein, hat sich auch brutal entwickelt, ist auch mit 12 zu uns gekommen, geht jetzt ins 6. Jahr, ist vom FC Bayern auch gekommen damals und kommt auch aus der Region. Ich glaube, der hat auch das Zeug, ein bisschen anderer Spielertyp jetzt wieder Karim, aber der hat auch das Zeug, dass er ganz nach oben kommen kann. Wird auch wichtig sein, der nächste richtige Schritt, das werden wir über den Frühjahr dann im Sommer sehen. Aber ich kann man sehr, sehr stolz auf Maurice sein, wie er sich entwickelt hat. Und wenn du als Mittelfeldspieler dort als Top-Torjäger dann präsentieren kannst in der U17-Bundesliga, dann ist das schon top. Aber auch weitere Spieler dort mit Konstantin Heide zum Beispiel, der ja bei gerade Maurice noch mal da hat. Beide waren ja im Trainingslager der ersten mit dabei, das war ein ganz interessantes Thema. 15- und ein 16-Jähriger mit dabei. Wobei der Maurice zu dem Zeitpunkt auch noch 15 war. Und da sieht man mal, wenn es die Jungs eine Chance gibt, wie sie die in der Woche in Schlanders entwickelt haben, und ist da denen natürlich gut auch für die U17-Runde. Was natürlich auch, da war ja vorher schon drauf, die U19 auch jetzt in der Bundesliga spielt auch eine sehr, sehr gute Rolle. Im gesicherten Mittelfeld sogar schon ein bisschen eher im ersten Drittel mit dabei. Heuer steigen ja 7 von 2021 ab. Das heißt, da müssen sie wirklich, da können wir um jeden Punkt froh sein, aber die entwickeln sich auch sehr, sehr gut. In der U19 natürlich auch einige drin, die wir wahrscheinlich im nächsten Jahr bei der ersten sehen werden. Aaron Keller ist so ein Beispiel. Aber auch 2 Spieler, die wir mal von fremd geholt haben, von weiter weg. Das ist für uns nicht alltäglich, weil wir ja nicht den riesen Campus haben, sondern wir haben ein Jugendhaus, wo 4 Spieler wohnen können.
eigentlich drei, weil das vierte Zimmer hat immer noch der Karim, weil das ist das nach wie vor die Heimat von der Familie Adeyemi in Unterhain, der Doppelhaushälfte. Da sind noch drei Spieler beherbergt. Das ist auch so eine Geschichte, Haching Live, dass Nationalspieler seine Eltern immer noch unsere Talente betreuen. In dem Haus, wo der Karim die letzten Jahre aufgewachsen ist in Unterhaching. Das ist schon sehr bemerkenswert. Hier nochmal Dank an die Familie Adeyemi. Und so ist ja der Kontakt nie abgerissen. Das macht uns auch sehr, sehr stolz. Und da wohnen zwei drin neben Paul Keller, der schon bei der ersten Spur, der im DFI seine ersten Sporen verdient hat, in Aibling gewohnt hat. Es sind zwei Spieler, einen aus dem Osten, aus Chemnitz, und einen anderen Spieler aus der Oberpfalz. Das sind Spieler, die sehr früh ein Elternhaus verlassen haben. Da kann man auch noch einen Hut ziehen, wenn man sagt, als junger Kerl, man geht weiter weg, um seinen Traum sich erfüllen zu können. Beide entwickeln sich super, also der Finn Seidel, der aus Chemnitz gekommen ist, und der Josef Gottmeier, der aus Kaum zu uns gekommen ist, mit 15 Jahren das Elternhaus verlassen hat. Beide machen uns riesen Freude, und vor allem muss man das auch noch ein bisschen her aufhängen, weil die ja, wie gesagt, ihre Wurzeln erstmal von daheim weggeben haben, verlassen haben und hier noch und da hingezogen sind. Aber so wie sie die entwickeln, glaube ich, wird die Mama Karim, glaube ich, denen so gut kochen, dass sie sich so entwickeln, kein Heimweh haben. Wobei, beim Josef war schon mal Heimweh dabei, aber ich habe gesagt, Josef, fahr warm ein paar Tage und dann geht's auch wieder. Aber Josef, scheißt ja nichts, weil ihr bei in Italien Heimweh gehabt. Und weiß, wie man sich da fühlt, aber du hast das super gemeistert und bist jetzt auf einem super guten Weg. Ich glaube, mit beiden werden wir noch viel Freude haben wir können wirklich deswegen beruhigt in die Zukunft schauen. Insgesamt glaube ich, in dem Jahr, wie gesagt, wo es mit der ersten jetzt, wie gesagt, im ganzen Kalender 21 nicht so gelaufen ist, muss ich mal ein Riesenkompliment ans gesamte NLZ, ans Nachwuchsleistungszentrum aussprechen, an alle Trainer eigentlich vom Kids Club von U10 bis hoch zu U19. Natürlich ist momentan U17 ein bisschen mehr im Fokus, weil es für uns auch ungewöhnlich oder ungewöhnlich vielleicht in Zukunft nicht, aber außergewöhnlich ist, dort in der Bundesliga so mitzumischen. Aber wenn ich schaue, was da von unten auch nachkommt, wie viele Talente hier rumlaufen, ich kenne ja doch sehr, sehr viele Spieler. Also einer hat mir gesagt, jetzt irgendwo habe ich gelesen, der Präsident aus Unterhain kennt jeden Jugendspieler, also jetzt will ich es nicht ganz übertreiben. Bei den 10, 11-Jährigen, manchmal fallen mir die Namen auch nicht ein, aber vom Grundsatz her kenne ich alle Mannschaften sehr, sehr gut. Und wenn ich sehe, wie die Trainer arbeiten, auch nicht nur am Platz von der Qualität sportlich, sondern insbesondere auch, und ich glaube, das wird in Zukunft in der Branche noch viel wichtiger, wie geht man mit Menschen um, wie geht man mit den jungen Kerlen um. Die Unwägbarkeiten von außen werden ja immer größer, das heißt, wir müssen viel bewerten und neben der sportlichen Ausbildung auch auf die menschliche, charakterliche, schulische Ausbildung, da sind wir sehr nah dran. Und da kann ich wirklich nur an jeden Trainer Kompliment aussprechen, ob das dann nur die Projektleiter wie der Patrick Unterberg oder Janik French sind, der Marco habe ich ja schon genannt, und dann alle Trainer. Vielen Dank nochmal für das Jahr, ich habe es großartig jetzt geleistet, und das ist auch das Fundament, man hat es ja gesehen beim Karim, beim Nico Mantl, nicht vielleicht beim Maurice, das wir auch brauchen, um auch wirklich wirtschaftlich überleben zu können, und so nehmen wir unser Glück in die eigene Hand, und ja. Da, mir ist überhaupt nicht bange vor der Zukunft, und solche Ergebnisse, Ereignisse und Entwicklungen im Nachwuchsleistungszentrum motivieren mich brutal für die nächsten Jahre. Also ich bin hochmotiviert. Was sich auch immer mehr herausstellt, und es ist in 2021 oder im vergangenen Jahr, hat sich das auch bewahrheitet, dass neben dem Leistungssport hier bei der Spielvereinigung auch der Breitensport und die Haching Fußballschule bewährt hat, die Camps. Das ist imagemäßig super, und ich glaube, dass die Kombination Leistungs- und Breitensport extrem wichtig ist, weil das eine bedingt das andere. Und deswegen sind wir froh, dass wir auch dieses Thema weiter ausbauen haben können, und ich gehe davon aus, dass wir das die nächsten Jahre auch weiter intensivieren. Vielen Dank an die ganzen Trainer und dann auch dort, die da mitgeholfen haben, dass dieses Thema noch vorgebracht wird. Was ein besonderes Highlight war der Merkur Cup. Das ist ja im Jahr 2020 ausgefallen, Corona-bedingt. Und dann hat sich der Uwe Forders zum Glück hinreißen lassen, sage ich mal, das Turnier dann, das hat man dann genannt, das Turnier der Besten 2021, durchzuführen im Sportpark
Und das waren Burmo Mädels, das war eine ganz besondere Atmosphäre, weil natürlich alle Eltern, alle Veranstalter, Vereine, Spieler, alles drumherum froh waren, dass man dieses Turnier wieder machen kann, dass die Jungs und Mädels wieder Fußball spielen können. Das war eine ganz tolle Veranstaltung. Der Merkur Cup Gott hat Einsehen gehabt, das war super Wetter und das war eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Und hier nochmal einen herzlichen Dank an Uwe Fahrers mit seinem Team und den ganzen Merkur Cup. Also es war wirklich, da ist mir das Herz erfroren. Auch wenn wir das Finale verloren haben, muss man auch sagen, dass die Löwen gewonnen haben. Aber es gibt ja hoffentlich nächstes Jahr wieder einen Merkur Cup und dann werden wir wieder angreifen. Unsere Jungs haben es aber wirklich super gemacht und Kompliment dafür nochmal. Wo man auch erkennt, dass Unterhaching hier im Sportpark auch ein bisschen mittendrin ist, im Landkreis München verankert ist und verwurzelt ist, hat sich dadurch gesehen, dass die Landkreissportler-Ehrung durch den Landrat Christoph Göbel hier im Sportpark ausgerichtet worden ist. Und man hat gesehen, war eine ganz tolle Veranstaltung und da sieht man, dass die Spielvereinigung eigentlich auch in diesen Themen voll mittendrin ist und man hat auch gesehen, wie viele tolle Sportler und Sportlerinnen im Landkreis das es gibt und es ist uns da mal wieder richtig vor Augen geführt worden, dass es neben dem Fußball auch wirklich andere wichtige Sportarten gibt und dass die dann hier das Ausdruck haben in unserem Wohnzimmer im Hachinger Stadion, das war schon eine ganz, ganz tolle Geschichte. Auch noch zu erwähnen, in diesem Jahr haben wir auch weiter unsere Kooperation mit 1860 Rosenheim ausgebaut. Der Austausch ist immer intensiver geworden. Und hier stellvertretend, was die sportliche Leitung anbetrifft, den Hans Kronek, mit dem man wirklich sehr offen und konstruktiv die ganzen Themen diskutieren kann. Und auch vom Gesamtverein Herbert Bormann, Gesamtvorstand. Ich glaube, da ist noch sehr viel Fantasie da. Ich glaube, dass wir da auch in Zukunft noch viel intensiver das Ganze betreiben können und dass beide Parteien auch wirklich dann profitieren davon. Natürlich spielen wir jetzt in der gleichen Liga, das ist jetzt ein bisschen eine außergewöhnliche Situation, weil es anders gedacht war, aber das rückt auch immer enger zusammen, auch im Jugendbereich, weil wir ja sehr viele Spieler aus der Rosenheimer Ecke haben, zwischen Unterhaching, dann Unterholzkirche, Irschenberg, Rosenheim, Bad Aibling. Also von dem her macht es absolut Sinn und das werden wir auch weiter intensivieren und ich denke, dass wir den Kooperationsvertrag dann im nächsten Jahr auch wieder um 3 Jahre verlängern werden. Gut, was bei uns natürlich seit Jahren sehr hochkommen wird und da bin ich auch sehr stolz drauf, insbesondere deswegen, weil das den ganzen Verein immer paralysiert oder aktiviert. Da sind alle immer unter Volldampf, wenn es darum geht, für soziale Zwecke was zu machen mit unserem Projekt Haching schaut hin. Und die letzten Jahre war ja sehr erfolgreich von uns, immer mit Sternstunden. Unsere Leute hier sind immer sehr kreativ, Klaus Mayer oder Florian Rentsch, oder die auch da mithelfen alle. Das macht wahnsinnig stolz, wenn man dann sieht, was rauskommen kann. Zum Beispiel, wo auch meine Schwiegertochter, die Rena, mitgeholfen hat oder mit angeschoben hat, waren die Spendenaktion für die Flutopfer. Wir haben uns rausgesucht im Berchtesgadener Land, da war der Landrat da und einige Bürgermeister und das war schon sehr bewegend und da sieht man mal, wie wenig wichtig eigentlich grundsätzlich einmal der Fußball ist. Allerdings ist dahingehend wieder wichtig, dass man halt dann auch auf andere Gedanken kommen kann und dass man auch ablenken kann einmal und an was anderes denken kann, wenn so Krisensituationen sind. Und da war die Spendenaktion super und wir bleiben im Austausch mit der Region da unten und werden vielleicht im nächsten Jahr mal ein Benefitspiel da unten machen. Und wie gesagt, das macht mich sehr stolz, was da passiert ist. Servus, liebe Haching-Familie. Ich bin's, der Quirin, euer Stadionsprecher. Liebe Haching-Familie, Sandro Wagner hier. Servus, da ist der André Sims, euer ehemaliger Stadionsprecher. Servus, liebe Haching-Familie. Mein Name ist Lukas Dauser, Vize-Olympiasieger. Servus, liebe Haching-Familie. Servus, liebe Haching-Familie. Servus, liebe Haching-Familie. Dann auch jetzt wieder heuer die Sternstundenaktion, wo der Quirin Friedl auch federführend mit den anderen Beteiligten wieder Gas gegeben hat und sehr, sehr viele innovative Dinge gemacht hat, weil es ist natürlich leicht, wenn es heißt, jetzt ist Corona, keine Zuschauer und so, dann macht man halt heuer mal nichts, aber es hilft ja den Bedürftigen auch nichts. Und da sind wieder für die Sternstunden 10.000 zusammengekommen, da kann man nur dem ganzen Verein Danke sagen, insbesondere auch
den Eltern im NLZ, weil die immer sehr viel spenden. Wir sehen ja auf dem Spendenkonto, wer was macht. Das ist schon höchst interessant, wer da wirklich das Herz am rechten Fleck alles hat. Also danke an die ganze Haching-Familie für die Sternstundenaktion. Und dann kam noch kurz vor Weihnachten noch mal ein Thema und da haben wir auch einen sehr, sehr beträchtlichen Betrag. Ich bin dann selber auch dahin gefahren, ein Schicksal in der Nähe von hier in Irschenberg, zwischen Irschenberg und Bruckmühlenau. Ein junger Kerl, im Lausbubenstreich kann man fast sagen, das kann so nicht passieren, einen Salto in den Schnee gemacht und seit dem Querschnitt gelähmt. Die Eltern verstorben schon seit längerer Zeit und die Familie hält zusammen, die Schwestern. Unterstützen ihn, aber man braucht natürlich auch Geld, um das Behindertengerecht umzubauen oder Auto zu besorgen, wo er wieder fahren kann. Mit dem Dominik Nickel, mit dem früheren Rennschwungwehr im Friedl und mit Verantwortlichen vom SV Brückmühl, wo er gespielt hat, besucht, kurz vor Weihnachten, sehr bewegend für mich. Und da sieht man mal, wie unwichtig wirklich dann der Fußball ist, aber wie stolz das die Familie gemacht hat, dass wir einen Scheck über 20.000 Euro mitgebracht haben. Und man muss aber auch sagen, mit sehr, sehr großer Unterstützung von der Otto und Therese Stumpf Stiftung Mensch und Schöpfung. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal. Da sieht man mal, wenn man ist ein bisschen Gratwanderung, wenn man Gutes tut und redet nicht drüber, aber man sollte Gutes tun und vielleicht auch drüber reden, dass es Nachahmer gibt, weil am Ende des Tages geht es ja darum, dass die, wo was notwendig haben, und es werden ja immer mehrer, da braucht man drum, heißt es ja Haching, schaut hin. Man braucht da ja bloß vor der Haustier ausschauen oder in der Region. Dann helfen wir denen natürlich nur, wenn man auch wenn was rüberkommt. Und vielen Dank nochmal an alle, die in diesen Aktionen stellvertretend die Aktionen, wir haben noch mehr Dinge gemacht, auch in der Gemeinde und der Haching, von Demenzvereinen oder auch der Feuerwehr und verschiedene. Wir sind ja Verein in der Gemeinde, also das ist ja so, dass man auch hier, glaube ich, helfen sollte, auch wenn man vielleicht momentan Amateure, aber auch als Profiverein gut, dass man auch hier die Vereine in der Region unterstützt. Und dann nochmal hier Dank an die Gemeinde. Wir sind sehr stolz, hier in der Gemeinde Unterhaching ein Verein zu sein oder ein Teil der Gemeinde zu sein. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam noch viele schöne Erlebnisse haben werden, sportlich, aber auch außersportlich, mit Vereinen, im Breiten, im Leistungssport, aber auch innerhalb der Gemeinde mit Fällen, die bedürftig sind, oder mit anderen Vereinen, die auch helfen. Also wir sind immer offen für diese Themen und freue mich sehr auf die nächste Zeit. Sehr traurige Themen begleiten einen Verein oder ein Vereinsleben natürlich auch. Das bleibt leider auch nicht aus. Und die letzten ein, zwei Jahre haben uns leider sehr, sehr tolle Menschen verlassen müssen. Angefangen bei der Erika Link, Seele vom Mensch, der Erika immer super Verhältnis gehabt, sie ist überall eingesprungen, ob im Infocenter oder wenn es brennt hat, war im Fanclub dabei. Auch seine Tochter freut mich sehr, ist nach wie vor hier und macht die Kartenausgabe im Infocenter. Also das hat uns wahnsinnig weh, wie die Erika von uns gegangen ist. Erika, ich hoffe, du leitest die Geschicke von oben ein bisschen mit. Im letzten Jahr hast du ein bisschen versagt, aber ich glaube, du wirst schon drauf schauen, dass es am Verein gut geht. Und nochmal, war schon ein sehr trauriges Ereignis, weil es auch sehr unerwartet war. Ging dann weiter im März 2021 mit einem Hachinger Urgestein, mit Peter Grosser. Da gibt es ja auch eine sehr neue Verbindung, auch von meiner Seite. Seinem Sohn Thomas Grosser, der leider schon sehr viele Jahre verstorben ist, zusammengespielt. Wirklich eine Tragödie. Zwei Buben verloren, der Peter. Ich habe oft mit ihm gesprochen und da kann man zwar nach außen immer ein bisschen eine Hülle zeigen, aber wenn man ehrlich ist, hinter den Kulissen, das glaube ich, hat er nie ganz verkraftet. Und das ist auch schwierig zu verkraften. Und der Peter ist dann im März 2021 von uns gegangen. Ich glaube, dass der Peter Haching sehr stark geprägt gehabt hat, auch als Trainer. Hans Reitinger zum Beispiel, der auch hier Urgestein in Unterhaching, der hat unter Peter Grosser gespielt, hat er gesagt, brutal, ehrgeizig ohne Ende, aber der wollte halt einfach was erreichen und er ist ja auch in seiner Profikarriere super gewesen und
ja, ist damals auch nach Salzburg gegangen. Jetzt schließt sich ein bisschen der Kreis, weil der Nico Mantl und der Karin auch in Salzburg sind. Vielleicht hat der Peter seine Finger ein bisschen drin gehabt, aber das war schon auch sehr traurig. Ich habe ja hier angefangen, war der Peter im Jugendbereich angefangen, 2010 Vizepräsident, und so haben wir ja sehr enge Bindung gehabt. Und ich hoffe, Peter, du schaust einfach auf uns ein bisschen. Und ja, dann im September noch Joe Marinkovic, der Joe Betreuer, Zeugwart, gute Seele, immer Sprüche gehabt bei der ersten Mannschaft. War ja länger krank schon, aber wir haben immer geglaubt, dass der Joe das packt. Aber leider war es im September soweit. Und der Joe ist von uns gegangen, sein Bruder. Michi Marinkovic hat einmal bei uns gespielt, sodass auch dort hoffe die Verbindung nicht abreißt. Und Joe, auch bitte schau auf uns ein bisschen, warst wirklich ein wilder Hund, Seele vom Mensch. Und ja. Aber wie gesagt, diese Themen begleiten ein Vereinsleben eben, das bleibt nicht aus. Und das war jetzt stellvertretend für dieses Thema für die letzten, sagen wir mal, 1,5 Jahre. Ja, am Jahresausklang und dann punktgenau an Weihnachten war nochmal ein tolles Ereignis hier. Eine Christmette, ein Gottesdienst hier im Steirer, das war das erste Mal. Wir hatten es ja das im letzten Jahr schon mal vorgehabt, aber Corona oder der Pfarrverband oder wer auch immer hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und so ist es heuer das erste Mal so weit gewesen. Das war die Premiere im Stadion hier in Unterhaching, einen Gottesdienst abzuhalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja mit dabei und habe dann auch bei den Fürbitten von Jugendspielern, denen das Blatt gehalten, was sie vorgelesen haben, hätte ich gar nicht müssen, weil sie es auswendig gelernt haben. Und ab nochmal, Jungs, an der Stelle. Aber es war eine tolle Atmosphäre. Und vor allem, wo es dann dunkel war und wo die Lichter ausgegangen sind und gesungen worden ist. Also das war ein super Ereignis. Ich denke, das war ein versöhnlicher Jahresausklang. Und dadurch werden wir den göttlichen Beistand, hoffe ich, dann hereingeholt haben, auch für die Zukunft. Und wir wollen das in den nächsten Jahren immer wieder machen. Und hier nochmal herzlichen Dank an den Pfarrverband, aber insbesondere auch an die Gemeinde Unterhaching, hier stellvertretend an ersten Bürgermeister Wolfgang Panzer, dass die volle Unterstützung für den Pfarrverband und für die Spielvereinigung da war, das auszurichten in Krisenzeiten. Aber ich glaube, genau in diesen Krisenzeiten muss man eben zusammenhelfen. Und ich kann nur sagen, ich hoffe, dass wir das wiederholen können, weil wir haben nur positive Resonanz gekriegt. Und ich habe nachher mit meinem Fahrer noch gesprochen und ich habe gesagt, aber nicht jede Woche können wir hier das nicht ausrichten, weil irgendwann müssen wir Fußball spielen wieder. Also lassen wir es bei Weihnachten, vielleicht einmal irgendwann Ostern. Und wie gesagt, ich glaube, das war rundherum gelungener Jahresausklang. Und hiermit wollen wir dann auch das alte Jahr abschließen. Und würden dann kurz nochmal auf ein bisschen Ausblick auf 2022 kommen.